Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute starten wir eine ganz neue Rubrik. Ihr habt das eben schon gesehen. Das Ganze heißt Retro-Filmkritik bzw. Retro-Review oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt auf Filme ein, die es früher gab. Also, das heißt gab, die gibt es ja immer noch. Also Filme von früher, die es bisher nicht auf Blu-ray-Disc gibt. Und in manchen Fällen noch nicht einmal auf DVD. Klingt komisch, ist aber so. Einer dieser Filme ist ein Film, den ich in meiner Kindheit unheimlich gern geguckt habe. Kindheit? Ja, 1983 ist Kindheit. Habe ich damals unheimlich gerne geguckt und ich habe den jetzt Gott sei Dank bei, ich glaube, bei Medimobs oder bei Rebuy, also eins von diesen Wiederverkaufsportalen, habe ich den jetzt geschossen. Die DVD ist aus dem Jahr 2004, das heißt, die DVD hat jetzt auch schon 14 Jahre auf dem Buckel, läuft aber noch einwandfrei. Qualität, also der DVD und der Hülle ist auch noch akzeptabel, muss man sagen. Und es handelt sich um, falls ihr es nicht schon in der Überschrift gelesen habt, ein Sprung in der Schüssel. Hysterical heißt der im Original, ja, von 1900. 83. Das ist quasi eine Horrorfilmparodie, also so ähnlich wie die Scary Movie Filme. Und wenn ihr Scary Movie Filme mögt, so wie ich, aber auch ein Fan von 80er Jahre Horrorfilmen seid, so wie ich, dann ist euch mit Ein Sprung in der Schüssel wirklich, wenn ihr den nicht kennt, etwas entgangen. Also den müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr auf Komödien steht, ist ein bisschen überdreht. Und wenn ihr auf Horrorfilme aus den 80ern steht, dann ist das hier genau das Richtige. So, erstmal, worum geht's? Wir haben einmal den Captain Howdy hier, der wird von Richard Kiel gespielt. Das ist der Beißer aus den James Bond-Filmen. Und der hat vor 100 Jahren, also beginnt die Geschichte, 100 Jahre vorher hat er eine Geliebte und als seine Frau zurückkommt, stößt die Geliebte, ist übrigens Julie Newmar, ja, Catwoman, stößt ihn ins Wasser und übergibt ihre Seele dem Leuchtfeuer. Auf 100 Jahre ist das dann aus und 100 Jahre später kommt dann aber ein Schriftsteller, zieht in diesen Leuchtturm und wird sofort von der Geliebten des Leuchtturmwärters, also von Julie Newmar, nee, Venetia, Venetia heißt sie, in Besitz genommen. Ja, also so ein bisschen Exorzisten-Geschichte. Exorzist wird uns ja auch veralbert, ganz toll. Ja, daraufhin steht Captain Howdy wieder von den Toten auf, zieht Messer schwingend durch die Stadt und jeder, der von ihm getötet wird, wacht quasi als Zombie wieder auf. Ja, und schon haben wir eine Nacht der lebenden Toten. Haben wir hier oben auch. Wenn im Leuchtturm kein Platz ist, kommen die untoten Nervensägen zurück. Ja, das perfekt getroffen. So, die Stadtväter haben keine andere Möglichkeit als die beiden paranormalen Ermittler. Professor Dr. Paul Batten und sein Assistent Fritz zu engagieren und die beiden so ein bisschen auf Indiana Jones sind die gemacht, die kommen halt und nehmen sich der Sache an. In diesem Film wird alles, wirklich alles aufs Korn genommen, was im Horrorfilm der 80er Jahre Rang und Namen hatte. Wir haben also erstmal die Grundhandlung, setzt sich zusammen aus Nacht der lebenden Toten, also Night of the Living Dead und The Fog von John Carpenter mit dem Leuchtturm. Dann haben wir noch den Exorzisten drin. Die beiden hier erinnern, wie gesagt, an Indiana Jones. Am Anfang haben sie noch mit Dracula zu tun, ist aber nur eine ganz kleine Sequenz. Dann haben wir den weißen Hai, der wird veralbert. Taxi Driver wird veralbert. Der Exorzist habe ich, glaube ich, schon gesagt. Da werde ich nicht müde, weil die Szene hat mich damals als Kind echt gruselig, gruselig. Ja, wobei gruselig ist dieser Film ja nur bedingt. Der ist genauso gruselig, wie die Scary Movie-Filme auch gruselig sind. Der Film ist überwiegend sehr albern. Regie geführt hat, da muss ich selber mal nachgucken, weiß ich nicht, Chris Beard. Sagt mir jetzt auch so auf Anhieb gar nichts. Und die Hauptrollen werden von den Hudson Brothers gespielt. Das sind einmal Professor Dr. Paul Batten, sein Assistent Fritz und der Knabe im Leuchtturm. Wie hieß der noch? Ich komme gerade nicht drauf. Frederick Lansing, Bill Hudson, Mark Hudson und Brett Hudson. Brett Hudson. Ja. Dann haben wir noch Freitag, der 13. wird veralbert, da läuft ein oder da fährt ein Typ mit dem Fahrrad rum, der verrückte Ralf, und der erzählt allen Leuten, dass sie verdammt sind. Wirklich absolut abgefahren, super lustig, super klasse. So, nochmal ganz kurz zur Qualität dieser DVD. Kann man sich auf jeden Fall angucken, ist natürlich nicht auf dem Niveau eines aktuellen Films, aber durchaus brauchbar. Ton ist ein bisschen, ja, geht. Da hinten drauf stehen.
Super geil, 120 Minuten Bonusmaterial. In diesen 120 Minuten Bonusmaterial, da wurde aber auch die englische Fassung des Films, gut, die ist 8 Minuten länger, aber die wurde hier dazu gezählt. Das heißt, also wir haben erstmal 1,5 Stunden die englische Fassung des Films, ohne Untertitel übrigens. Und ja, der Rest des Bonusmaterials, das ist halt eher entbehrlich. Wir haben ein paar Deleted Scenes, wir haben ein paar Trailer. Das heißt, der Trailer, wie er ohne Ton aussieht, wie der Trailer mit Ton aussieht, wie der Trailer zusammengeschnitten aussieht, erste Rohfassung des Trailers. Also das Bonusmaterial ist eigentlich zu vernachlässigen. Also diesen Film wünsche ich mir ganz dringend in einer schön restaurierten Version auf Blu-ray. Ja, wenn ihr das hört, liebe Leute von Turbine oder Koch Media oder Pandastorm oder wer auch immer, gibt ja viele kleine Labels, die sich solcher Perlen annehmen. Ein Sprung in der Schüssel. So, das Salz in der Suppe hier ist hier, übrigens die Synchronisation, ganz toll. Die wurde von Rainer Brandt gemacht. Rainer Brandt, wir erinnern uns, das ist der Typ mit dem Schnodderdeutsch, der die ganzen Bud Spencer und Terence Hill-Filme, die Adriano Celentano-Filme synchronisiert hat. Und da ist wirklich, obwohl der ist im Original schon albern, aber durch die Synchronisation wird der noch alberner. Auch die Sprecher, wir haben Frank Laubrecht, wir haben Norbert Langer, ich lese das hier ab, klar. Arnold Marquez, wir haben Manfred Lehmann, also hier sind Rainer Brandt selbst auch natürlich. Wir haben hier auch das Who is Who des 80er Jahre Synchronteams, wenn es um Comedy-Synchro geht. Also, ein Sprung in der Schüssel. Empfehlung, wenn ihr den irgendwo kriegt, greift zu. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Filme aus eurer Kindheit, Jugend oder was auch immer habt, die es leider heute nicht mehr gibt, schreibt das einfach in die Kommentare. Schreibt mir rein, was habt ihr früher gerne geguckt und würdet ihr heute gerne gucken, aber könnt ihr nicht, weil es eben kein Medium gibt. Mir fällt da spontan ein, der Spion, der aus der Highschool kam. Ich glaube, wie hieß der? Teen Agent. Das ist also so ein Film, den habe ich damals echt geliebt. Das ist so eine James Bond-Parodie, gibt es aber nicht mehr. Der Ritter aus dem All mit Hulk Hogan. Das wird auf jeden Fall. Oder die drei lahmen Enten, Brain Donners. Das ist auch einer von den Filmen, die auf jeden Fall innerhalb dieser neuen Rubrik demnächst von mir besprochen werden. Bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer.